Hallo, herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Gisa Steg, bin Stehauf-Mentorin und ja, stehe dafür auf, dass du in deine Kraft und Stärke kommst. Und genau dafür habe ich heute einen Talk-Gast bei mir, die Petra Maria Popp, die dich in deine Sichtbarkeit, in deine Kraft und deine Stärke bringt. Soweit ich weiß, bist du, liebe Petra, unter anderem auch Regisseurin, Schauspielerin und natürlich auch als Trainerin und Coach unterwegs, um Menschen auf die Bühne zu bringen, sage ich mal, ne? Auf die Bühne, aber auch vor die Kamera zu bringen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Super hast du das gemacht. Du hast uns super gesagt, ich bringe die Menschen vor die Kamera und auf die Bühne und zwar mit ihrer ganzen Authentizität und ihrer maximalen Glaubwürdigkeit und Begeisterung. Ja. Super. Genau darum geht es heute, weil wir immer wieder natürlich seit vielen Jahren immer mehr so, komm auf die Bühne, mach dich zum Speaker und überhaupt buch meine Ausbildung hier, buch meine Ausbildung da und Mach dich jeder. zum Star. Komm hierher. Ich bin der Superstar. Komm her, buch mich. Du bist ja ein Nichts und ich bin alles. Come to me, ne? Chaka, chaka. Und jetzt müsste ich hier noch so ein paar tausende Banknoten hochhalten. Das wäre Ja, doch gut. genau. Könnte ich holen. Die habe ich ja versteckt. Schade. Ja, und die Yacht, du Nicht hast dabei. vergessen, du musst noch vor der Yacht oder vor deinem Ferrari stehen. Ah, ja, Ja? genau, ja. Und ich stehe So. natürlich falsch. Ich dürfte nicht hier vor meinem Vorhang sein, mit dem ich hier meine. Nee. Nee, vor dem Ferrari. Ja. Oder auf der Yacht. Na, heute sitzt man ja schon auf Ja? der Yacht. Dubai Minimum. Yes. Wir reden von. Ja, genau. Oder Zypern. Zypern ist ja auch gerade sehr in, ne? Also, jetzt mal Spaß beiseite. Aber ihr seht, bei uns geht es mal lustig los. Und ich habe tatsächlich die Petra Maria, ich weiß gar nicht, welche Phase das war, aber ich glaube, ich habe mal so das eine oder andere Reel von dir gesehen. Und da bist du echt in der Kittelschürze und so ein Wischmopp in der Hand und irgend so ein Dutt auf dem Kopf. Bist du so rumgehüpft und dann dachte ich, ey, was eine coole Socke, ja? Also so vom Hausmütterle zum ja, Star auf der Bühne oder vor der Kamera. Und dann dachte ich, boah, voll cool, mache ich auch mal, aber ich habe gemerkt, das ist ja gar nicht meins und ich wäre dann ja nur eine Kopie quasi von dir. Und deshalb habe ich gedacht, ach, mit der muss ich mich verknüpfen, mit der muss ich mich mal verbinden. Aber jetzt sind wir über Jahre hinweg schon fast miteinander online verbunden und haben es tatsächlich zufälligerweise vor kurzem in Mannheim bei einer Veranstaltung geschafft. Ich so, oh, die Petra Maria, du bist es ja. Und so, Kleiner und als ich dachte. ja. Das ist, was alle denken, ne? Das meiste kann man schon gut sehen, ne? Man sieht, ah, würde man sagen, das sagen sie mir natürlich nicht. Kleiner geben sie ja noch zu, dass ich kleiner bin, als sie dachten. Ich bin 1,58. Aber dass ich natürlich auch mehr Falten habe als im Zoom, wo einem das alles ja sowieso So, weggeboostet wird. Weißt du so? Wir sehen immerhin immer mal 10 Jahre jünger aus, ne? Das sagen sie immer dazu. Ihr seht ein paar mehr Falten an mir. Das tut aber der Schönheit keinen Abbruch, wa? genau so. Das ist bei mir übrigens genau dasselbe, ne? Also, dass sie dann einfach sagen, oh, du hast ja doch ein paar Pfunde mehr als. So sagen sie natürlich auch nicht unbedingt, ja. Oder doch, letztens hat mal jemand gesagt, so, also, oh, hast ganz schön zugelegt. Das heißt, ja, stimmt, an Wissen. Ja. Und das sind dann so Tipps eben auch unter anderem aus meinen Schlagfertigkeitstrainings, ne? So, aber uns geht es tatsächlich darum, ich habe mir hier mal so einen Kasperl mitgebracht, ne? Dass es einfach darum geht, dich nicht selbst vor der Kamera zum Kasperl zu machen. Oder eben hier, ihr seht diese Fäden, die gezogen werden. Denn ganz viele sind dann vor der Kamera nicht mehr sie selbst. Sie sind nicht mehr frei. Klar, natürlich sind da Ängste dahinter, ja. Aber sie sind eigentlich nur noch eine Kopie. Und bei manchen merkt man es auch schon, wenn die auf der Bühne stehen. Da sieht man dann schon, aus welcher Schmiede die kommen. Du weißt, was ich meine? Wenn sie dann Natürlich. sagen, Wenn die bist du fünf bei Fragen mir stellen, oder? weiß man bei Tobias Beck, ne? Genau. Zum Beispiel, ne? So, Hände hoch, bitte, Hände hoch so. und Ja, weiß. genau. Wer ist dabei? So, Hände hoch. Und da weiß Ja. man schon genau, aus welchem Stall die kommen. Und dann wirkt das einfach sehr, sehr antrainiert und sehr langweilig. Jetzt lass uns einfach mal reingehen. Zum einen ganz, ganz kurz, welche Ängste stehen dahinter?
nicht sichtbar zu werden? Und dann, wie kann ich das umgehen? Und dann einfach so ein paar wundervolle Tipps. Wie kann es authentisch gehen? Also, wir lesen es gerade und hören es überall in den sozialen Medien. Die Angst vor Sichtbarkeit ist zum Teil größer als die Angst vorm Tod. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch schon ganz, die kopieren sich ja Ehrlich? immer gegenseitig, ja. Ich habe jetzt noch nicht gegoogelt, ob dahinter auch eine Studie steht. Aber ich behaupte aus meiner langjährigen Erfahrung, dass da was dran stimmt. Weil es gibt eine so große Angst, sichtbar zu werden auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es eine mindestens ebenso große Sehnsucht danach, Sehnsucht. gesehen werden zu wollen. Und die kämpfen miteinander, weil hätte man Angst, sichtbar zu sein, oder, ne? Werde ich Koch, mache ich irgendwas anderes, wo ich nicht so sichtbar bin, ja, so, und mach's nicht. Aber es ist der Gegenpol, der sagt: Du musst gesehen werden, du willst nach vorne. Ich will sichtbar werden. Also, wie siehst du denn schon wieder aus, ne? Was hast Kenn du denn ich, guck wieder mal, ich habe das Teufelchen auf der Schulter an? und auf der Genau. Seite ist das Engelchen. Ja, Genau und das. die ziehen gegeneinander, die quatschen. Nein, du musst sichtbar werden, dann gewinnst du Millionen. Na, du schaffst es doch eh nicht. Doch, geh raus. Die haben gesagt, wenn du dich zeigst, dann kommen alle Follower zu dir. Och, guck dich doch mal an, wie alt du bist. Ja, du siehst, was ich meine. Und Absolut, dieser absolut. Zwiespalt Ja. löst einen ungeheuren Stress aus. Jetzt habe ich mich doch glatt an meiner eigenen Spucke verschluckt. Aber Jetzt ihr bin seht, ich mir Teufelchen schmecken auch nichts. sprechen, ne? Ist so. Genau. Wenn ich Teufelchen plötzlich sprechen, ohne dass ich gut gestützt vorbereitet bin, das ist auch so eine Sache, erzähle ich später was dazu. Hat eine Ursache. Wenn ich nicht gut mit der Stimme gestützt vorbereitet bin und gehe dann in Spielen rein, dann geht es ganz schnell auf die Kehle und dann muss ich husten. So, also diese zwei Ängste, ne, da einmal gesehen werden zu wollen, diese Sehnsucht und diese Angst, sich zu zeigen. Und die Angst ist aber nicht, dass man gesehen wird, sondern vor der Bewertung, vor der Kritik, vorm Shitstorm, der ja auch seit es die sozialen Medien gibt, extrem angewachsen ist. Wir kennen Absolut. das schon, ich komme ja aus dem Schauspiel, ja, ich habe mit vielen Stars, die ich gecoacht habe, ich habe selbst lange gespielt, ja. Da ist ja schon in den Medien die Angst, und in Deutschland werden die Stars immer ab einem gewissen Punkt niedergemacht. Ich habe es damals extrem bei Ute Lemper mitgekriegt, das war so meine Zeit von Musical und von selbst als Musical Darstellerin sichtbar zu werden. Und dann hast du ja so deine, ne, die um dich herum sind, die hat ja irgendwann auch Deutschland verlassen. Ja, Ja. Schimanski auch. War Schimanski jetzt der Rollenname oder sein richtiger? Nee, es war, glaube ich, der Rollenname. Du Das ist der weißt, wen Rollenname, ja. Ich komme jetzt aber auch gerade nicht drauf, aber ja. meine. Ne? Es ist irgendwie so ein Rückzug angesagt, wo du wirst immer erst ein bisschen aufgebaut und dann wirst du niedergemacht. Das ist Ja, einfach ja. diese Angststruktur, weil Leuten mit Angst, die kannst du besser unter Kontrolle halten. Das ist was ganz Altes im System, aus dem militärischen System. Das muss auch gar nicht nur deutsch sein, da will ich mich jetzt gar nicht festlegen, dafür kenne ich Ja, mich ja, nicht ja. aus. Ne? Aber es ist so ein Prinzip, du kannst Menschen mit Angst besser kontrollieren und im Schach halten. Und in Deutschen ist es extrem. Das ist eine Angststruktur. Deswegen, the German Angst ist ein internationales Wort. Wahnsinn, ne? Muss man sich mal Ja, muss man sich vorstellen. reinstellen. Also, wenn du international unterwegs bist, hörst du das immer, the German Angst. Dann viele sagen es, glaube ich, mit Ä dann, ne? Angst. The German Angst ist ein feststehender Begriff. Okay. So, deswegen sind wir oft so sicherheitsbedacht, deswegen haben wir ein gutes soziales Netz und sowas. Ja, ich komme zurück zur Sichtbarkeit, was es damit zu tun hat. Das heißt, viele Menschen wollen sichtbar werden, und Amerikaner haben weniger Problem damit, weißt du, andere Länder, aber hier uns Deutsche, sie wollen besonders gut dastehen. Kenne ich übrigens. Ja, Ja, nicht. kennen wir alle, ne? Ja, nicht, genau. Ja, und jetzt ist die Frage, wie das zu überwinden. Weil wenn ich besonders gut dastehen will, habe ich sofort ein Bild im Kopf. Oh ja, ich möchte Expertin sein. Ich bin ganz ernst. Und jetzt muss mein Satz richtig von A bis Z perfekt sein. Und weil ich jetzt starr werde, hänge ich schon und kann gar nicht weitersprechen. Da ist nichts im Flow. Da ist alles gehalten, innerlich wie äußerlich. Ich habe gelernt, wie ich meine Hände vielleicht bewege, ja.
Und ich werde zu einem Kasperle, den du so schön gezeigt hast, weil die Teufelchen sitzen dann da, der Kritiker, das Teufelchen, Ja. könnte man sagen, sitzt da bewertet und es ist die Bewertung und das eigene Bild. Ich glaube zum Beispiel über mich, ich bin nicht schön, ich bin zu alt, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ja, zu groß, zu klein, zu unwissend, ich habe zu viele Äs, ganz großes Thema, ja, ich kann nicht flüssig sprechen und schon gar nicht, wenn ich unter Stress bin. Wer kann das schon, bitte schön, flüssig sprechen, wenn er unter Stress ist? Und wir erhöhen den Stress, so wie wir am Anfang auch eingestiegen sind. Chaka, chaka, du kriegst die Millionen, wenn du dich noch mehr anstrengst. Und dabei geht es um was anderes. Es geht darum, sich selbst zu sein. Und jetzt muss man sagen, ja, das bin ich ja schon. Nein, du hast so viele Filter aufgelegt bekommen, hast dich dem, ne? Ich bin immer sehr stark für Selbstverantwortung. Aber natürlich ist es, wie wir erzogen wurden. Wir können aber auch sagen, wir haben auch das mal gewählt, weil die Seele vielleicht genau diese Erfahrung machen wollte, könnte sein, ja, so. Aber wichtig ist, wenn du sichtbar wirst, dass du diese Filter wegkriegst und kriegst ein Vertrauen in dich selbst, dass so wie du bist, in einer, ist kein schöner Ausdruck, in einer freieren Version deiner selbst, weil das klingt schon wieder nach Anstrengen, das meine ich nicht, sondern wo das Vertrauen so stark ist, dass du zum Vorschein kommst. Also ich werde immer im Laufe der Jahre noch mehr Petra, die ich mal war, und ich werde noch mehr ich selbst. Es ist auch nicht ein Ende, weil je mehr Vertrauen ich darin habe, dass es okay ist, so wie ich bin, umso mehr lasse ich los. Umso mehr Facetten siehst du von mir im Internet zum Beispiel auch. Ne? Du siehst mich als Putzfrau, als Nagelstylistin mit Perücke und völlig, ne, oder unbedingt irgendwo. Und du siehst mich aber auch aufgetakelt, schick gemacht, schön gemacht, ja, mit dem perfekten Hintergrund. Ich kann die ganze Bandbreite ausleben und bin in jeder Variante ich selbst. Genau, und das ist aber, glaube ich, genau die Krux. Denn ich kann mich daran erinnern, in den 90er Jahren gab es bei, also ich komme aus dem Vertrieb ja unter anderem auch, ja, Verkauf und Vertrieb, und da gab es Vertriebsschulungen. Und da wurde den Verkäufern ganz toll eingebläut, wie sie auf den Kunden zugehen sollen, wie sie ihre Worte dann und mit den Händen, Armen, sonstiges unterstreichen sollen, so ungefähr, ne? Und wenn sie dann was aufzählen, sollen sie dann eins, zwei, drei. So, und das ging aber damals tatsächlich schief, denn das Gegenüber hat natürlich gemerkt, oh, das ist jetzt so ein Kasperl, ja, so ein Vor allen Business-Kasperl, Dingen, ich war ja. mal in so bei den Pharmareferenten, die zu den Ärzten gehen. Die haben mich mal engagiert, ja. Da war ich bei zwei Firmen und da sollte ich das alles wieder austrainieren. Weil die Ärzte haben gesagt, du redest ja jetzt genauso wie der eben da war. Weil dann haben alle diese Pharmareferenten, also ich wusste gar nicht vorher, dass es das gab, das war ganz interessant, ja. Ich habe einfach eine Branche kennengelernt, die war sehr spannend, weil die waren dann alle gleichgeschult und alle tauchten gleich auf, weil es gab dann Modewellen, was sie nun zu lernen hatten. Und dann haben sie mich engagiert, damit die Leute wieder authentisch und natürlich werden. Genau. Was ich sagen wollte, war, dass nämlich der Schuss hinten losging, weil die alle gleich trainiert waren und alle gleich mit den gleichen Worten, Wortlauten und Argumenten. Auch da hat man schon gewusst, aus welcher Coaching-Schmiede die kamen oder von welchem Rhetorikseminar die gerade daherkamen. Und am Ende war es aber so, dass diese Studie gezeigt hat, dass die Verkaufsabschlüsse niedriger waren als davor. Vor diesen Trainings, weil wir haben so eine Intuition, nennt sich das natürlich, so ein Bauchgefühl. Und wenn da natürlich der Einkäufer vor dir sitzt und dann läuft da so ein trainiertes Kasperl daher und ne, gibt dann von sich, und dann hat der das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Richtig. Und genau das Gleiche haben wir in den Videos. Da sind Menschen, die haben das so trainiert und die machen das und wir merken, irgendwas stimmt mit denen nicht. Irgendwas, wir wollen es gar nicht weiter gucken und wir klicken weiter. Und dann ist manches Video, was nicht ganz so perfekt ist vom Aufbau her, aber jemand erreicht dich auf der Herzensebene. Der spricht, natürlich haben die das auch ein bisschen gelernt. Es gehört nämlich beides dazu, dass du was über Storytelling verstehst, aber über eine Echtheit, deine eigene Glaubwürdigkeit damit reinzubringen.
Und dann wirkt es und dann hören die Leute weiter zu. So ist es. Und ich weiß auch noch, ich habe jetzt irgendwann mal jetzt im Laufe meiner Online-Tätigkeit drei große Online-Kongresse organisiert. Und dann haben wir da einfach halt auch ganz toll die Interviews. Und da hat man genau gemerkt, wer ist nur hier reingekommen, um zu pitchen, also sein Angebot reinzuhauen. Wer kam rein, um einfach wirklich Mehrwert zu stiften? Ja, also das ist alles total fühlbar gewesen, kam auch bei den Feedbacks. Und die witzigsten waren tatsächlich, wo wir einfach so Freischnauze vor uns hingequatscht haben und ich mich noch verhaspelt habe oder ein Versprecher drin war, und wir haben das alles drin gelassen. Und Gut. siehe da, das Feedback, also es wurde nicht noch extra geschnitten. Ich habe einfach alle Originalvideos, so wie sie waren, hochgeladen, und das Feedback war wirklich sehr berauschend. Zum einen haben die dann gesagt, oh, man konnte dabei bleiben, selbst wenn das Video tatsächlich aus irgendeinem Grund, ich habe immer versucht, natürlich 30 bis 40 Minuten, aber manchmal war das Gespräch oder eben halt das ganze Thema so wichtig und so interessant, dass es mal 60 Minuten waren. Und selbst da haben die gesagt, ich bin bis zum Schluss dabei geblieben. Wir konnten euch folgen, weil das einfach so lebendig war und so echt einfach aus dem Herzen gequatscht. Ja, und weil es auch was Spontanes hatte. Natürlich kennen wir beide unsere Expertisen. Wir wissen, um welche Punkte es geht. Und gleichzeitig können wir uns auf den anderen einlassen, was die jetzt gerade reinbringt, wie du jetzt über die Verkaufstrainings und sowas, ja. Und dann können wir, ich habe mir wirklich hier, dann können wir wirklich damit spielen. Und das ist das Besondere, was eine Lebendigkeit reinbringt. Genauso wie mein Husten jetzt, ja. Genau. Ist mal losgegangen, jetzt kommt er halt ab und zu. Na, uns muss man ja nicht rausschneiden. So, und vor allem dann auch nicht in die Selbstverurteilung gehen, sondern das ist einfach da. Störungen haben immer auch eine gewisse Art von Vorrang. Und wenn das einfach gerade ist, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt auf der Bühne, wenn mir das auf der Bühne passiert, Ja. Petra, was mache ich dann? Wie Ich spreche ich das an? sag genau, oh, jetzt weiß ich genau, was es ausgelöst hatte. Ich habe zum Beispiel kürzlich in einem Interview über Anthony Robbins gesprochen und seine Energie und sein Thema mit der Stimme. Und prompt habe ich das aufgepickt und habe auch ganz viel Husten gehabt. Ja, was ich selten habe. Okay. Und dann habe ich denen erklärt, schaut, ich rede über jemanden und habe sein Problem aufgepickt mit der Stimme. Bei ihm ist manchmal das Problem, dass er nicht weiß, ob er überhaupt wirklich reden kann. Und ich habe ihn bei Greater letztes Jahr erlebt. Der kam auf die Bühne, wo ich dachte, der Mann wird in der Viertelstunde keine Stimme mehr haben. Was ich unterschätzt hatte, ist, dass 60.000 Leute den so boosten, dass die es so anheizen, dass die Stimme immer besser wurde. Und der hat es durchgehalten. Ja, aber was ich hatte, indem ich das erzählt habe, habe ich ein Gefühl gekriegt, wie das bei ihm eng ist, wie was ist mit ihm und musste selbst husten. Und dann habe ich das genau aufgegriffen und habe gesagt, seht ihr, der Husten ist nicht umsonst. So wie ich es euch jetzt auch erklärt habe, ne, der dir, warum ich husten muss. Und wir setzen Ursachen. Und wenn ich das benenne, dann wird es mir bewusst, mein Publikum wird es benutzt, weil es gibt ganz viele, die sagen, ja, ich muss auch manchmal husten. Dann wird er beim nächsten Mal wissen, ach, da ist die Ursache. Und dann weiß er, hat die Petra doch gesagt, ich muss die Stimme aufwärmen. Habe ich nämlich heute nicht gemacht. Ne? Es gab zu viel Okay. zu tun, habe ich nicht gemacht. Und ja, man denkt, nimmt es ja auch locker und normalerweise ist es auch nicht. Aber zack, ich habe über die Stimmen, da muss ich ja schon irgendwie was tun. Ne? Und da war ich nicht ganz achtsam und dann geht es sofort auf die Stimmbänder. Und wer das verstärkt hat, sollte eben bestimmte Übungen machen und sich dessen gewahr sein. Also bin ich doch eine Hilfe mit meinem Husten in dem Moment. Und wenn ich dann weiter husten muss, dann müssen die anderen warten und ich trinke so lange und beruhige mich wieder, bis es weg ist. Das ist das Leben. Ja, dann fehlen mir vielleicht eine Minute in meinen 20-Minuten-Slot, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe. Aber da passiert es den wenigsten. Da ist einfach alles, du bist so austariert, wenn du so einen Riesenslot hast bei Greater oder so, dann ist alles so in einer gewissen Anspannung und Energie, da wirst du das weniger haben. Also für die jetzt, ich habe ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch Zuschauer, die eben nicht wissen, was Creator ist. Magst du Danke. es gerade mit einem Satz einfach mal sagen? Ist ein riesiges, ich würde es beschreiben als eines der größten Speaker-Events in Deutschland, oft also mit internationalen Stars aus der spirituellen, aus der Persönlichkeitsentwicklung. Das Hauptthema ist Persönlichkeitsentwicklung bei Greater, ja. Viele, da geht es jetzt schon ineinander über, deswegen nenne ich das Wort spirituell, weil manche gehen da sehr weit.
Und da haben die alle einen Slot von 18 bis 20 Minuten und es gibt Reden vom Feinsten auf einer riesigen Hauptbühne vor 16.000 Leute und du hast noch vielleicht 10 kleinere Bühnen oder 5 kleinere Bühnen, 5 glaube ich. 1, 2, 3, ich glaube 5. Ja, Ja, und es werden auch parallel Reden gehalten und du kannst dann immer wählen, wo du hin willst. Es gibt auch kleinere Workshops und das ist einmal im Jahr ein Wochenende in Köln jetzt meistens. genau. Super. Straight Susanne, wie gesagt, weil nicht jeder, der uns zuhört, Ja, was der straighter ist. hat, Anthony Robbins, genau. ne, einer der führenden Persönlichkeitstrainer aus den USA, Genau. der seit sehr, sehr vielen Jahren, also viele Millionen Menschen erreicht hat mit seinem Genau. Super, genau. Dann haben wir das geklärt. Und jetzt nochmal zurück. Wie kann ich, jetzt haben wir natürlich auch so, wie kann ich mit Störungen umgehen, ja? Und wie kann ich jetzt aber echt sein und bleiben? also, es gibt so ein Verfahren, also ich komme ja aus dem Schauspiel auch. Ja, ich bin ja Schauspielerin und Regisseurin und da ist es auch die Hauptaufgabe. Man denkt immer, die Schauspieler spielen, ja, aber sie müssen innerhalb der Rolle glaubwürdig sein. Das heißt, du brauchst so eine tiefe Anbindung an etwas, dass du es aus dir holst. Die Kamera lügt nicht. Die Kamera geht in den Menschen rein. Hier haben wir auch eine Unterscheidung zwischen Bühne und Kamera, muss ich vielleicht mal vorher sagen. In der Kamera geht es nicht darum, dass ich so jetzt die ganze Zeit mit dir agiere und versuche einen Raum. Ne? Das ist viel zu viel für dieses kleine Bild. Merkst du schon, ja? Und auf einer Bühne, wenn ich nur so stehe, das muss ich sehr stark trainieren, gibt es auch, aber da darf ich einen Raum einnehmen, das ist physischer und ich rede bis in die letzte Reihe, das ist ein ganz anderes Senden, das ist auch hierfür zu viel, wenn ich so sprechen würde, ja, aber für den großen Raum würde das stimmen. Die Kamera schaut in dich hinein, das heißt, das Kameratraining bei Schauspielern, bei anderen ist, ich öffne mich. Und wenn wir das jetzt auch für jemanden, der Coach ist, ja, oder sonst wie, für Menschen, die nicht auf der Bühne gewohnt sind, die das gar nicht kennen, das bedeutet, ich mache mich auch auf eine Art verletzlich. Ich zeige was von mir, ich lasse es hinein. Und ich habe meine Rede und vielleicht die Inhalte ein bisschen vorbereitet, aber ich erlaube mir, dass man mich sieht in meinen Gefühlen, in meinem Sein, wie ich präsentiere. Man hört in der Stimme die Veränderungen. Und dieses Aufmachen, das können die wenigsten, weil sie sehen einfach, ich schaue in einen Punkt rein. Ja, genau. Ist niemand. Und jetzt spreche ich mit dem und jetzt habe ich Tipps. Du kannst erst mal anfangen, um natürlicher zu werden, weil es geht ja hier auch um Tipps weiterzugeben. Wenn du merkst, du versteifst, dann mach ein allererstes Video und sprich nur rein, ich schaue in diese Kamera, ich komme mir vor wie der letzte Dödel. Ich fühle mich total steif. Ich habe einfach Angst. Ich fühle einen totalen Knoten in meiner Kehle. In meinem Herz, in meinem Brustkorb zieht sich alles zusammen. Ich muss schlucken. Mir fällt es schwer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich komme mir so blöd vor, da niemand wie ein Selbstgespräch zu halten. Und da ist niemand. Ich mache mal ein Video, wo ich alles. Und außerdem habe ich Angst. Ich habe Schweißausbrüche. Ich habe schon wieder wahrscheinlich nasse Achseln. Weißt du, oder was immer. Ich habe jetzt was einfallen lassen. Aus dem Ganzen. Du machst mal ein Video, wo du eine Zustandsbeschreibung machst. Und weißt du, was der Vorteil ist? Du wirst in diesem Video schon echt und wahrhaftig sein. Weil du nämlich alles aussprichst, was du dir vorher verbieten würdest. Weil um ein professionelles Video zu sagen, musst du sagen, ich muss selbstsicher erscheinen, ich muss ganz klar sagen, was ich will, ich muss wie eine Expertin rüberkommen und dass die Leute sofort verstehen, ich habe es voll drauf und alle meine Ängste, Sorgen, die muss ich erstmal hier wegpacken. Merkst du? Und schon wird Okay, alles. ja. Und wenn ich das Vor allem auch. dieses Muss gerade, ne? Also mir wurde es gerade alles eng, wo du dann diese Liste aufgezählt hast. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und alles wurde eng in mir, ja, also gerade. Und dann machst du ein zweites Video, in dem du genau das machst, was ich sage. Wenn ich vor die Kamera gehe, dann muss ich eine klare Stimme haben. Dann muss ich irgendwie wissen, was ich sage. Ich muss so auf dem Punkt sein. Ich muss irgendwie gut aussehen. Ich muss irgendwie auch schlanker aussehen oder dicker aussehen, als ich es gerade tue. Außerdem muss meine Stimme lauter werden. Und ich hasse meine Stimme. Die muss ja irgendwie mal richtig, die müsste viel tiefer sein oder viel höher. Ne, so. Merkst du schon? Du hast dich geräuspert. Ich rede über die Stimme und du musstest dich räuspern. Jetzt Es macht ist sofort was mit dir. Es ist so der absolut, Hammer, oder? absolut. Es ist wirklich sensationell, wie sofort, merkt ihr, ihr reagiert alle. Und jetzt haben wir hier dieses große geschickt, dass das Bild von der Gisa parallel nebendran ist. Und sie hat
allein durch meine Art, wie ich gesprochen habe, darauf reagiert. Da seht ihr mal, wie wirksam wir sind. Ich mache Absolut. es nur vor und gebe es ihr da rein und diese Energie kommt an. Jetzt sagt ihr nicht diese Sätze, aber ihr denkt sie. Das heißt, es ist gut am Anfang mal richtig die Sau rauszulassen, damit mal sichtbar wird, was ihr glaubt, wie ihr sein müsst, wie ihr in echt seid und da könnt ihr Videos machen. Ich plädiere immer, und es geht nicht darum, dass ihr zu mir kommt, dass ihr euch eine Unterstützung sucht. Und zwar einen Menschen eures Vertrauens, der euch spiegelt. Ich finde es auch, ich könnte mich nicht von außen sehen. Ich kann mir nicht als Person sagen, ach, du siehst doch schön aus oder mich beruhigen mit bestimmten Sachen oder wie kommt was vorteilhaft darüber? Wo kann ich dem vertrauen? Was ist gerade mein Charisma? Ich kann mich doch nicht sehen. Wenn Leute mir oft sagen, Petra, du hast so ein Charisma, ich kann das nicht empfinden. Weil das ist etwas, was andere Menschen wahrnehmen. Ich bin einfach frei in meinem Sein und reagiere auf etwas, aber das Charisma wird von außen benannt. Also bitte nehmt euch jemand, wenn ihr wirklich mit diesen Ängsten seid, eine Person eures Vertrauens, mit der ihr das angeht. Gisa, du machst doch auch sowas, sichtbar zu werden, ja? Um Menschen in ihrer, jetzt vielleicht nicht vor der Kamera, sondern in ihrem Leben, um sich, ne, in ihren beruflichen Ausprägungen. Und ihr nehmt euch jemanden, es spart euch Jahre das Trial and Error, aber ihr schafft es auch alleine. Wenn es jetzt Gründe gibt, warum das nicht geht, dann gehst du raus mit deinen Videos und lernst über die Kommentare von den Leuten, über Freunde und Stück für Stück kommst du da auch selbst hin. Es ist ein bisschen länger. Aber hier diese Übungen, die ich gerade benenne, sind schon gut. Ja, und dann wirst du lockerer werden. Dann, dritter Tipp, gebe ich dir auch noch raus. Ich hau's hier jetzt echt raus für euch. Du stellst dir immer vor, dass du entweder zu einer Lieblingskundin sprichst, wenn du schon fortgeschritten bist, oder wie zu einer guten Freundin. Dann weißt du, und wenn du sagst, wie spreche ich denn zu meiner Freundin, dann nimmst du jetzt nicht mehr WhatsApp-Sprachnachrichten auf, sondern machst Videos für deine Freundin. Und dann weißt du, wie du zu deiner Freundin sprichst. Und da weißt du schon, du hast diesen vertrauten Ton, wie du wirklich bist. Ja. Und das Jetzt. sind Möglichkeiten, wie du es üben kannst. Super, jetzt haben natürlich viele zum einen natürlich Angst, überhaupt Videos zu drehen und dann kommt ja die nächste Hürde. Oh Gott, die Technik. Wie mache ich dann das jetzt mit der Technik? Also gut, ich hau dir auch hier die besten Sachen raus. Die wichtigsten, wenn du. Ja, die wichtigsten einfach nur. Wenn, ne, wenn du ein Video aufnimmst, dann ist es wichtig, dass du Licht von vorne hast. Nein, du brauchst keinen Scheinwerfer. Du gehst einfach an dein Fenster. Du drehst draußen. Ein Fenster hat jede Wohnung bei uns. Ja? Stell dich an ein Fenster, dann hast du Licht. Die neuen Kameras haben schon so eine hohe, dass selbst wenn du Nordseite bist, hast du genug Licht und es ist okay. Umso dichter stellst du dich. Hast du Südseite, achtest du darauf, dass nicht die volle Sonne auf dich kommt, weil dann guckst du so und hast lauter, ne, weil du gar nicht richtig gucken kannst. Also es geht um Schatten und trotzdem im Schatten auch kommt die Sonne von vorne. Wenn sie von hinten, und das siehst du daran, wenn du 10 Jahre älter aussiehst, dann weißt du, oh, jetzt stehe ich genau falsch rum. Und das kannst du ja mit deinem Handy ausprobieren. Du So ist kannst es. ja damit nehmen und stellst dich hin und guckst dich mal an und sagst, oh ja, hier sehe ich ganz, oh, hier sehe ich jetzt nicht so gut aus. So. Blöd, was ist jetzt? Weißt du, und dann siehst du schon, guckst dich an, aber nicht, dass du sofort drehst, sondern erstmal Übungen machst mit dir. Zweite Sache, die meisten gucken sich an, die gucken immer hier drauf. Und was macht es? Ich gucke jetzt mal die Gisa an. Ne? Wenn ich der Gisa jetzt so, ne, auf den Mund gucke, dann siehst du, wie meine Augen ganz nach unten gehen. Ist das richtig? Es müsste jetzt eine ganze Ecke nach unten sein. Jetzt gucke ich in die Kamera. Ich gucke die Gisa normalerweise im Gespräch an, aber jetzt rede ich ja länger zu dir und dann Richtig. wähle ich die Kamera und ich unterscheide das auch in Zoom-Calls und in Interviews. Ich gucke mal die Gisa an und dann gucke ich wieder in die Kamera, weil es mein Auge öffnet, wie du jetzt siehst. Ne, du siehst mein Auge jetzt viel besser. Und wenn ich runtergucke, und die Gisa sitzt schon richtig ziemlich unter der, ich habe sie auch mittig gesetzt, ja, aber wenn ich runtergucke, ist das Auge viel kleiner, weiter weg und meine Energie ist schon weiter weg, stimmt's? Ja, Genau. wenn du jetzt vor vielen aber einen Zoom-Call hast, dann guckst du deine Leute an und ab und zu guckst du in die Kamera. Dann ist es wie ein weiterer Teilnehmer.
Absolut, da bin ich total bei dir. Das ist so. Das ist mir auch ganz, ganz oft passiert. Oder was ich auch schlimm finde, also ich persönlich finde es nicht gut, ist meine Meinung zum einen wegen der Straßenverkehrsordnung und zum anderen mag ich es nicht, wenn die Menschen dann im Auto sitzen und meinen, dann im Auto während des Autofahrens noch Videos Ja. aufnehmen zu müssen, weil sie jetzt eine wichtige Botschaft haben. Was sagst denn du Ganz ehrlich, dazu? ich halte da gar nichts von. Ich Erstens auch ist es nicht. gefährlich, zweitens Ja. schwafeln die meisten, weil sie versuchen, sich auch die Zeit kürzer zu machen. Sie reden dabei. Es ist nicht so pointiert, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja, das Auto hat geniales Licht. Und ja, du kannst im Auto drehen, aber nur, wenn der Schlüssel umgedreht ist und das Auto ist aus. Stell's Steht. hin. Weil, ja, es muss stehen. Dann mach's im Auto, weil das Auto hat ganz toll rechts und links zwei Fenster und von vorne gibt dir ein sensationelles Licht. Besser kriegst du es fast nirgends. Das ist wie, als wenn du drei Scheinwerfer aufgebaut hast für dich, ja, nur dass die Profis dann nochmal hinten ein Spitzlicht setzen. Dadurch ist es gut. Du kannst dich durchaus ins Auto setzen, wenn du eins hast. Aber fahr nicht dabei. Wirklich. Danke. Mach das nicht. Ich bin da auch ein Gegner. Es ist auch wirklich zu gefährlich. Du bist nicht mit der Aufmerksamkeit 100% bei dem, was da passiert. Und du bist auch nicht Weder hier 100%. noch da, also weder im Straßenverkehr Ja, noch noch. bei dem Video. Und Ja, das ist genau. das, was du gerade vorhin auch sagtest. Na, das kommt nicht pointiert. Das ist dann oft so ein Selbstbeweihräucherungsgelaber. Entschuldigung, wenn ich das offen und ehrlich sage, weil das ist wirklich so, dass ich dann sofort weg. Ja. Ja, wenn ich das Hat merke, es auch. weil ich finde, wenn ich ein Video aufnehme mit einer Botschaft, die einen Mehrwert stiften soll für Ja. andere, ja, Ja. dann geht es doch darum, dass ich dem in dem Moment dann auch die volle und vollkommene Aufmerksamkeit schenke. So ist es. Und Und wenn das du ist das, was transportiert wird auch. Absolut. Und wenn du persönliche Botschaften hast, dafür ist die Story gedacht. Die Leute lieben es, über uns Personenmarken auch Persönliches zu erfahren. Und inzwischen teile ich auch Sachen, ja, wenn ich was Tolles erlebt habe oder wenn was war oder auch wenn gerade ein Thema aufkommt, das baut auch Vertrauen auf und dafür ist Absolut. eine Story geeignet. Und die ist einfach so kurz. Das machst du das nicht beim Autofahren, ne? So, weil die hört ja gleich auf. Dann ist die dafür gedacht. Ja, und so kannst du es unterscheiden. Ansonsten, Lisa, gebe ich dir vollkommen recht, sind die Videos da, um einen Mehrwert zu stiften. Und das kann mal ganz schlicht sein und mal ganz aufwendig sein. Wichtig ist, dass du weißt, dass du zuerst einen Hook brauchst. Ein Hook ist immer am Anfang ein Anker, dass die Leute dranbleiben. Also diese Videos, wo man sagt, so, hallo, ja, da bin ich mal wieder. Ich habe gedacht, ich mache mal wieder ein Reel. 10 Sekunden rum. Ja, und dann habe ich ja ein ganz wichtiges Thema, was mir so aufgefallen ist. 20 Sekunden sind rum. Und dann habe ich mir gedacht, darüber muss ich euch unbedingt doch mal was sagen. Ach ja, so, und heute bin ich hier im Park, wie du siehst, ne? Ja, also es ist wirklich eine schöne Stimme. Ach so, ja, was wollte ich nochmal sagen? 45 Sekunden sind rum. Ja, ne, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Oh ja, genau. Und jetzt verrate ich euch eine ganz große Geschichte. Ja, wir brauchen alle ein bisschen Zeit, um reinzukommen, weil dieser Druck, das Video läuft, wenn ich sage, 3 Tipps, wie du aus deiner Angst rauskommst, ein Video zu drehen, setzt die meisten unter einen solchen Druck, dass du nach dem Satz nicht mehr weißt, was du sagen willst. Ja, genau. Kommt mein Tipp. Du sagst am Anfang, so ihr Lieben, ich habe euch was ganz Spannendes mitgebracht und es geht darum, 3 Tipps, wie du aus deiner Angst vor der Kamera rauskommst. Erstens, merkst du, was ich gemacht habe? Ich habe mich eingelabert vorher, weil ich das brauche. Auch die Petra braucht das manchmal, um reinzukommen. Ich weiß, wo mein erster Satz ist und das alles, was davor ist, schneide ich ab. Und ich starte mit dem Satz, 3 Tipps. Aber ich bin nicht so, es läuft 3 Tipps, wenn du, oder, weißt du, so dieses, ich habe mich so ein bisschen einge, du kannst es nutzen, weil das nimmt erstmal den ersten Druck, wenn die Kamera läuft, jetzt muss ich funktionieren. Da Ja. nimmt der Druck weg. Aber schneid es ab und hab im Kopf, was dein erster wichtiger Satz ist für dein Reel. Weil die Leute gucken, 1,4 Sekunden habe ich mir jetzt sagen lassen. Wir waren mal bei 7. Wow. Die Zeit hast du. Ob jemand weiter oder weiter wischt. Genau, ne? Ne, so. Also das sind schon mal diese Grundthemen, die du beachten kannst.
wie du damit reingehst. Es braucht einen guten Hook, schlagzeilenmäßig. Was hatte ich denn letztens? Also eine meiner Kundinnen, die macht ganz tolles Thema, die hilft Eltern, wie sie ihren Kindern in den Mathehausaufgaben helfen können, damit Rechnen leicht wird, ja, damit das leicht wird. Und ein Kind sollte auf die Sonderschule gehen, wegen diesen Schwierigkeiten, und hatten aber dann das Training gemacht. Und dann erzählt sie so, ich muss euch was sagen, das war total toll, ne? Und ich habe jetzt diese Erfahrung, die hat genau das erstmal so gut eingeleitet und hat sie gesagt, stellt euch vor, das Kind, die Leitung hat gesagt, es braucht nicht mehr auf die Sonderschule gehen, weil Mathe ist jetzt so gut geworden, dass sie wieder auf die normale Schule kann. Jetzt stellt euch, es ist nicht eine, es ist eine tolle Geschichte. Ja, genau. Stellt euch mal vor, die hätte gesagt, Kind aus der Sonderschule rausgeflogen. Du bleibst dran. Ob du was mit dem Thema zu tun hast oder nicht, so nach dem Motto, weil du hast als erstes im Kopf, oh Gott, nach der Sonderschule gibt es ja gar nichts mehr. Und jetzt erzählst du die Geschichte und sagst, die ist rausgeflogen, weil sie zu gut war für diese, ach so, oh, weißt Ja, du? genau. So, aber jetzt Es kannst du ist. natürlich das noch ein bisschen aufbauen. Und dann verstehst du, und wenn du dir die Schlagzeilen anguckst von der Bildzeitung, aber Ich Bildzeitung wollte ist. es gerade sagen, ne? Bildzeitung ist genauso. Wenn du ins Netz gehst, hast du doch immer bei Google unten drunter, ne? Also ich gehe Ja, rein ja. und dann habe ich unter Google immer tausend von den Nachrichten vom Spiegel, gibt es doch immer die Headlines. Und Ja, die genau. Headlines sind so, dass selbst ich manchmal draufklicken muss, weil ich wissen will. Ja, leider Gottes geht Das mir es auch so. war bei Drosten. Da gab es etwas von Drosten, da hatte ich ja lange nichts gehört und da stand Ja. drüber, was wir anders machen würden oder was wir nicht mehr machen würden. Und Ja, ich genau. das war doch so ein Satz, weißt du, so, oh ja, Ah. es ging am wenigsten um dieses Thema, aber Ja, ja, also genau. denkt in Hooks, in das, was euch interessiert. Wo geht ihr rein? Was macht ihr? Ja, und damit auch zu spielen, spielerisch umzugehen. Und das macht Spaß, das ist nicht unauthentisch. Das ist das Spielerische in uns, wenn ihr frei seid, dass ich nicht euch immer Schablonen geben muss, ne? Das Beste, was du machen kannst, wenn wir kennen schon diese Schablonen, Ja. findet euren eigenen Weg, der euch Spaß macht. Und das muss nicht immer lustig sein, das kann auch mal provokant sein, wie jetzt Kind aus der, ne? Anna ist aus der Sonderschule rausgeflogen. Am besten ihr gebt ihr noch einen Namen, ne? So, oh mein Gott, ne? Und da löst du das auf und sagst, durch das Training für Eltern schaffen die Kinder das Mathe zu verstehen und kommen mit. Sehr, sehr schön. Was hältst du davon? So habe ich zum Beispiel meine Angst eigentlich hier vor der Kamera verloren. Ich habe dann einfach ein paar Leute eingeladen, die ich gut fand, so in meiner Anfangsphase. Ich glaube, ich habe 2018 oder 2019 begonnen mit meinen ersten Interviews. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ja. Und ich glaube, beim ersten oder zweiten Mal waren wir beide genauso aufgeregt. Und ja, die Stimme hat sich damals noch überschlagen, aber es war so egal, wir haben es einfach mal gemacht. Und dann habe ich mir zum Beispiel, oder damals ging es auch noch so richtig gut, auch mit Zoom online zu gehen, dann habe ich mir einfach mal so eine 31-Tage-Challenge auferlegt, jeden Tag mit einer kleinen Botschaft, einfach mal so ein Kurzvideo, einmal auf Facebook live zu gehen, einmal mit dem Handy live gegangen, einmal hier mit dem Zoom live gegangen, einfach so. Und da habe ich natürlich auch am Anfang keinen Fahrplan gemacht. Ich habe dann einfach dann immer versucht, es mit mir zu vereinbaren und habe dann entweder so aus dem Tagesgeschehen was erzählt. Bei mir ist es ja jetzt ganz einfach. Ich habe so einige, viele Bücher und dann habe ich jeden Tag immer mal wieder ein anderes Buch vorgestellt, was da drin ist und so. Und so hatte ich dann, oder mal aber übers Coaching erzählt oder meine Seminare. Und so habe ich das dann tatsächlich diese Scheu verloren und durch dieses ständig permanent machen. Was hältst du davon, wenn man sich selbst mal so eine Challenge so, es war einfach 31 Tage, weil es der März war. Es war einmal im März, Ja, das weiß ich ja, noch. Das ja. wäre die 31 für mich. Ja, es war einfach nur so eine ganz persönliche Challenge. Was Ja. hältst du davon, um Ganz einfach viel. das zu trainieren? Auf jeden Fall etwas tun. Lieber es falsch und schlecht tun, als es nicht tun.
Better done than being perfect. Ja, so. Weil das, du kriegst dann so eine Übung damit. Du siehst einige Sachen schon selbst. Anderes siehst du vielleicht nie, weil du dich dran gewöhnt hast. Aber dann kommt schon mal irgendein Kommentar. Fuchtel nicht so mit deinen Armen rum. Und dann darfst du nicht sauer sein, sagen, oh super, jetzt hat mir einer gesagt, dass ich immer mit den Händen hier rumfuchtel und das macht die Leute verrückt. Weißt du so? Ja, Oder ja. was ja auch gerne viele haben, ne, die sind dann so drin in ihrem Ja, Video. genau. Ganz unten, Du glaube ich, bei siehst dann die unten. Du Nasenlöcher. siehst nur die Nasenlöcher und ja, und noch von unten, ne, so, und dann siehst du nur die Genau. Nasenlöcher und ist weg. Also müsst ihr jetzt anders halten, ja. Oder auch genauso viel, viel zu hoch, ne? So irgendwas Ja, guckst du und sagst, genau. Genau. hallo, jetzt Was bin ich immer wieder so. da, ne? Für so ein kleines, wie so eine Mickey Maus. Und wenn die noch unten hängt, ne, das ist Wahnsinn. Es ist so schön, jetzt so euch was zu erzählen, ja. Und dann lernst du schon manche Sachen, wie es eben Genau. nicht so kommt, und gehst damit um. Ja. Ich bin Richtig. Fan von es einfach machen und rausgehen. Und dann kriegst du auch da schon was. Auf jeden Fall. Super, ich glaube, das ist nämlich schon ein perfekter letzter Schlusssatz. Einfach machen und rausgehen. Oder? Was meinst du? Ja, einfach machen und rausgehen. Ja. Perfekt. Also, meine Lieben, das war natürlich jetzt geballte Ladung an Fachwissen. Die Petra hat uns da wirklich ganz, ganz tief mit reingenommen. Die Petra findet ihr auf YouTube, Instagram, also die üblichen Überall. Verdächtigen, Facebook und sonstiges. Genau. Wie ich werde alle Links dazu unten drunter in die Infobox packen. Ja. Und möchte mich jetzt von ganzem Herzen bedanken für dieses Gespräch. Es war Weißt der Hammer, Hammer toll. du, Und was vielleicht noch mal gut zu sagen wäre? Ich ja. habe ein neues Format entwickelt, der Videolust-Workshop. Ja? Oh, Für wow. kleines Geld, da kann man einmal im Monat in meinen Workshop kommen und ich feedbacke. Die drehen alle ein Video im Workshop, laden das hoch und ich feedbacke die Videos. Also wenn ihr da mal einen, ne, wo ihr sagt, ich würde aber gerne mal trotzdem wissen, wie es ist. Also das kostet 15 Euro oder sowas. Ja? Also es ist jetzt Hey, wirklich kein super. Geld. Und dann da reinzukommen, das ist vielleicht ein guter Einstieg. Dann seht ihr mal, wie ich arbeite. Ihr hört schon mal was zu euch und könnt euch dann auch besser einschätzen, wo ihr gerade steht. Das So dachte ist ich, es. das ist noch ein guter, weil das echt auch jetzt mal so, ja, so, da kann man reinspringen. Klasse. Also, um in Zukunft weniger der Kasper zu sein, sondern euren ganz persönlichen Oscar zu gewinnen online. Waren die wertvollen Tipps natürlich Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Wenn das super wertvoll war, dann teilt dieses Video oder die Podcast-Folge, wie auch immer, wie du das dann hörst oder siehst. Und danke dir nochmal von Herzen. Links kommen alle nach unten drunter und danke und tschüss. Tschüss.